Ich habe selber zerrissenes Papier fotografiert, also ist so ein, habe ich mir Bild vor Augen, ist so ein Bild, Blick ins Treppenhaus nach unten, unten liegt Papier. Aber es gab ja im Haus 18 keine Akten, das werden irgendwelche Formulare gewesen sein, ja, von denen es ja sicherlich in so einer Behörde wie der Stasi tausende verschiedene gab. Ja, Bilder, ja gut, Bilder, wo Ulbricht, Quatsch, es gab ja noch Bilder Ulbricht und Mielke und Dzerzhinsky drauf. Sowas haben die Leute natürlich einfach mal von der Wand gerissen. In dem einen Speisesaal, kann ich mir auch entsinnen, waren ja, Tische umgeworfen worden und ein paar Feuerlöscher geleert worden. Aber auch wie gesagt, da kann man auch nicht mit Sicherheit sagen, dass das Demonstranten waren. Es können auch Provokateure gewesen sein, vorher schon. Und es sind ja keine wirklichen Schäden. Die Zeitungen, die damals noch sehr der DDR zum Teil nahestanden, haben ja behauptet, große Schäden angerichtet. Das ist natürlich völliger Schwachsinn. Es hat kein einziges Feuer gelodert. Es sind, was ist dabei, wenn bei einer Revolution gegen einen Verbrecherstaat ein paar Tische und Stühle umgeworfen, ja nicht mal zertreten, umgeworfen werden und ein paar Bilder von Verbrechern von der Wand geworfen werden. Also das ist eigentlich recht, alles recht harmlos abgegangen. Die Gebäude stehen ja bis heute friedlich hier in Lichtenberg und werden genutzt.